So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon X in der Wonderlock Challenge. Im letzten Part haben wir Fluxia City erreicht und haben auch noch ein, zwei Neuzugänge dazu bekommen. Nämlich unter anderem Zoroark, ich zeige euch mal kurz den Bericht und die Attacken und so weiter. Und außerdem haben wir auch noch Resladero dazu bekommen. Übrigens werde ich mal Zoroark gleich noch ein, zwei Sachen geben, weil der Spezialangriff momentan bei Zoroark etwas höher ist und eigentlich ist es ein physischer Angreifer, von daher zumindest bei mir gerade noch. Da geben wir ihm ein bisschen Protein und da es auch eine kleine Glaskanone ist, geben wir ihm auch mal ein bisschen Eisen. Ne? Kann hier schaden, so ein bisschen Eisen für das alte Eisen. Und dann würde ich sagen, fordern wir Serena vor der Arena heraus. Ne, das war ein zu früh. Hier müssen wir hin. Flo! Lass mich dir zeigen, wie stark ich inzwischen schon geworden bin. Schließlich habe ich im Café in Illumina City groß getönt, dass wir Rivalen sein würden. Den Worten müssen Taten folgen. Na dann, zeige mir, was du kannst. Zeige mir, was du kannst, oder lass es bleiben. Mal sehen. Xiaogon. Okay, da haben wir ja genau das richtige Pokémon vorne. Und nicht wundern, es ist natürlich nicht Azumarill. Wir haben natürlich Zoroark vorne. Sieht halt gerade nur aus wie Azumarill. Aufgrund seiner Fähigkeit. Smoogie hiebt mich. Dann wird sich jetzt der Schwindig hier auflösen. Schade eigentlich, nicht wahr? Schade, schade. Aber gut. Dann ist das so. Gude. Schmarotzen tut weh. Das ist gut. Spukball tut mäßig weh. Leider für eine nicht so effektive Attacke tat es echt schon ziemlich weh. Zoroark ist halt leider auch eine kleine Glaskanone, ne? So cool ist es auch ist, aber eine kleine Glaskanone ist es trotzdem. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich habe noch das Glücksei auf Zoroark drauf. Das müsste ich gleich mal abnehmen. So, dann kann gleich mal unser anderer Neuzugang zeigen, was er kann. Würde ich sagen, ist er nicht so schlecht. Und dann will ich mal Flying Press ausprobieren. Bei Flying Press hat er angeblich Kampf- und Flugtypen-Intus. Und da wollen wir mal sehen, ob das sehr effektiv auf Brigaron ist. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Oh ja, tatsächlich. Wunderbar. Wunderbar, das nehmen wir doch gerne an. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Resladero. Wobei ich Havlucha auch ein sehr interessanter Name finde, also ein ganz cooler Name. Aquana, da bleiben wir nicht drin. Da haben wir nur eine Antwort für. Nehmen wir mal Raichu als Antwort dafür. Ich weiß nicht, ob Aquana zufällig Eis attacken kann, weil... irgendeinen Grund wird es haben, das ist... ja. Deswegen, nicht zu Roserade. Besser nicht zu Roserade. Angriff sinkt, das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich speziell angreife. Das ist mir relativ egal, da ich tatsächlich speziell angreife. Der Aurora-Strahl macht auch nicht so viel auf Raichu. Das geht noch, das hält sich alles noch in Grenzen. Ruckzuckhieb können schon mehr machen, aber auch nicht wirklich. Ah ja, Döner blitzen wir ihn weg und gut ist es. Gut ist es. Geht klar. So, und Abzol. Na gut, da wechseln wir glaube ich auch mal wieder aus. Ich glaube, ich würde wieder zu Resladero wechseln wollen. Ist ja unser Kampf-Pokémon. Ist ja unser Kampf-Pokémon, da können wir, denke ich, mal hinwechseln. Ohne größere Befürchtung. Schwertanz. Ist ein bisschen kritisch, aber okay. Ich denke mal, eine Flying Press reicht hoffentlich aus, wenn wir denn treffen. So langsam sollten wir treffen. Ich habe langsam Angst. Angriffstechnisch ist es dann doch schon ein bisschen geboostet. Dazu selbst ein Ruckzuck-Hieb weh, ne? Da tut selbst ein Ruckzuck-Hieb weh, aber das Abzoll ist jetzt auch durch den Stepback, ne? Wunderbar. Level 47 nehmen wir gerne an. Wunderbar. Raichu erreicht auch Level 48, ist auch in Ordnung. Ich will mehr über dich wissen, warum du so stark bist zum Beispiel. Ich bin halt der Allerbeste. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen, Serena. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Meine Pokémon sind zwar deutlich stärker geworden, aber du bist mir mit deinem Team immer einen Schritt voraus. Aber egal, ich werde jetzt erstmal dein Pokémon-Team für dich wieder aufpäppeln, das ist mal lieb. Muss ich nicht zum Pokémon-Center rennen? Dein Pokémon-Team und du habt das Zeug, die Arena-Leiterin zu schlagen. Los, Augen zu und durch. Na, wenn's denn so einfach wird, mal sehen.
Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Die eine die nächste Herausforderung kaum abwarten kann, während die andere aus Angst vor einer Niederlage jeden Vergleich scheut, wird es wohl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern, bis ich mich der Arena stellen kann. Das mag sein, aber wir gehen jetzt mal rein, ne? Wir gehen jetzt mal rein hier in die Arena, mal sehen, was uns erwartet. Psycho-Pokémon, ich weiß schon. Ich habe auch einen gewissen Respekt. Es gibt ja so bestimmte Pokémon, die eventuell dann doch, uns gefährlich werden könnten. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Haha, das hier ist ein Labyrinth in einem Pokéball. Doch selbst wenn du den Weg finden solltest, warten unterwegs lauter Psycho-Pokémon auf dich. Schreit entschlossen voran und nicht verzagen. Okay, dann gehen wir hier auf den Stern und stellen uns dem Labyrinth. Und dem ersten Trainer. Lass dich von den ungewohnten Umgebungen nicht ablenken und zeige mir deine wahre Stärke. Ich probier's. Mal sehen. Lionel Richie mit Kokobai. Kokobai kann auch ziemlich gefährlich werden, aber ich habe vor allem Fall zu Mary. Na gut, schmarotzen wir ihn zu Tode. Einmal ein bisschen drauf schmarotzen, das wäre ganz gut. Oh ja, das tut gut. Guten Schaden gemacht. Oh, Hölzhammer. Hölzhammer macht aber auch guten Schaden. Aua, aua. Aber gut, damit hat sich selbst rausgenommen. Auch gut. Wunderbar, Level 47 für Zoroark. Das nehmen wir doch gerne. Oh, ich muss das Glücksei noch abnehmen. Ja, kontrollierst du deine wahre Stärke, hast du auch deine Pokémon unter Kontrolle. Das Glücksei muss ich noch abnehmen, fällt mir gerade mal so auf. Item nehmen bitte. Und dann kriegst du von mir ein Item gegeben. Ich glaube nämlich, wir haben die Unlichttafel schon. Ich glaube, das ist die Furchttafel, weil die Geisttafel ist, glaube ich, was anderes. Die Furchttafel hatten wir doch irgendwoher. Ja, Unlicht. Wunderbar. Die Geistertafel haben wir nämlich nicht. Wir haben die Furchttafel. So, dann gibt es erstmal eine Heilung, bitte. Eine kleine Heilung wäre nicht schlecht, ne? Wäre nicht allzu schlecht für unser Team. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß schon, was als nächstes auf uns zukommt. Daher wechsle ich tatsächlich mal zu X-Bud. Ja, genau das wollte ich. Auch wenn natürlich Psycho-Attacken immer noch gefährlich für X-Bud sein können. Das nächste Pokémon möchte ich dann doch eher mit Flugattacken bekämpfen, glaube ich. Beziehungsweise X-Bud hält eventuell ein bisschen mehr aus als ein Zoroark. Das möchte ich hier nur mal in den Raum stellen. Okay. Ich finde die Arena sieht ziemlich cool aus. Also dieses holographische hat irgendwie was. Holographische Hackbraten. Die hat irgendwie was. Irgendwas Bezauberndes. Diese Sternbilder und sowas auch. Das sieht alles ziemlich cool aus. Es ist schade, dass man hier den 3D-Effekt rein theoretisch gar nicht anstellen könnte. Ich finde ein bisschen verschwendetes Potenzial, weil hier würde es sich mal lohnen tatsächlich. Aber ich glaube, Pokémon hat sowieso nur in Kämpfen, die das gemacht, dass man das anwählen kann, ne? Die 3D-Funktion. Solange du an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Na, das hoffe ich doch. Ja, wie gesagt, den Trainer hier weiß ich tatsächlich schon, was der hat. Daher Militalis, genau. Daher möchte ich Zoroark ungern reinschicken. So eine Kampfattacken tun Zoroark sehr doll weh. Tun ein Zoroark dann doch sehr, sehr doll weh. Und das möchten wir dann doch vermeiden, ne? Guck, was du machst, ne? Was macht das? Hey, du steigst stark. Hm, okay. Ist ein bisschen ungünstig, aber egal. Ist ein bisschen ungünstig, aber was soll's, ne? Noch eine Akupressur, von mir aus. Angriff steigt stark, das gefällt mir weniger. Wir fliegen einfach nochmal hoch. Und hoffen aufs Beste. Der Turmkick ging daneben und damit ist Meditalis besiegt. Ja, wunderbar. Das gefällt uns doch. Wunderbar. Wer oder was könnte euch aufhalten? Niemand, würde ich fast sagen. Na, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Du mit deinen Hellseherkräften, du wirst da schon wissen, was hier los ist, ne? Du wirst schon wissen, was hier los ist. So, tausche ich aber wieder zu Zoroark. War nur für diesen Trainer jetzt mal kurz der Wechsel. Weil ich dem wusste zufällig, dass der ein Meditalis haben wird. Den wusste ich ganz zufällig. Ich habe natürlich ein bisschen angeguckt, was auf uns zukommt. Und halt
So ein paar Sachen habe ich mir gemerkt und das Meditales habe ich mir mal vorgemerkt, dass wir dann nicht einfach drauf losfahren können mit Zoroark. Das ist so eine Sache, die merkt man sich dann, glaube ich. Wenn es gefährlich werden könnte. Mein Kampf gegen dich steht unter einem anderen Stern als alle Kämpfe davor. Zu dieser Erkenntnis bin ich in einer Vision gelangt. Aha. Okay. Okay, der Werte her. Zytomega. Holy, die greifen mittlerweile schon zu ganz schön starken Mitteln hier. Schon so ganz schön starken Pokémon. Aber gut. Ja, ist okay. Und die Psychokinese wirkt natürlich nicht. Darauf habe ich gehofft, dass die halt von dem Trugbild von Zorak immer mal ein bisschen verwirrt werden. Das ist ganz gut. Dann geht vielleicht immer mal zumindest mal ein Angriff ins Leere. Das ist hervorragend für unser Team. Das ist hervorragend für uns. Du und dein Team, ihr teilt offenbar wirklich alles miteinander, egal ob Freud oder Leid. Ja, kann man schon so sagen. Nur das Leid, das wird dann wirklich schnell wieder ausradiert, denn tote Pokémon wandern auf die Bank. So leid mir das immer tut, aber manchmal ist das halt so. So links haben wir eine Trainerin, von daher denke ich, das ist der richtige Weg. Vielleicht haben wir auch eine Trainerin. Okay, dann sie gibt aber nur eine Gastsackgasse frei, ne? Vieles in unserer Welt bleibt dem Auge verborgen. Muss daher alles gleich mit Zauberei zu tun haben? Mysteriös, mysteriös, sage ich dazu nur. Hexe Kira mit Rosanna. Okay, Rosanna sollte kein Problem sein, denke ich. So, Rosanna sollte wenig Probleme machen, hoffe ich jetzt einfach mal. Da können wir mal drauf schmarotzen. Erstmal richtig schmarotzen hier. Das ist ja... Das hat wunderbar geklappt. Besser geht's kaum. Besser geht's kaum. Wunderbar. Die unsichtbare Kraft der seelischen Unterstützung für mein Pokémon war wohl nicht stark genug. Okay. Okay. Wenn du das so sagst. Wenn... das wollte ich nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, das wollte ich nicht. War jetzt nicht mein Plan. Ich wollte hier zu der anderen Hexe. Die uns hoffentlich einen richtigen Weg offenbart. Diese Arena wird ausschließlich mit kosmischer Energie betrieben. Okay, ist das so eine erneuerbare Energie, von der noch niemand was weiß, oder? Ophelia, Gardevoir. Psycho-Attacken tun natürlich weh. Fee-Attacken meine ich. Daher gar nicht zu unterschätzen. Haben wir gegen Gardevoir noch was anderes? Ich frag gleich, ne? Und gar nicht so groß die Wahl gegen Gardevoir. Gedankengut, dachte ich mir fast. Was macht Gedankengut? Wäre das Verteidigung oder eine Spezialverteidigung? Noch Spezialverteidigung, das ist gut. Das ist gut. Da ist Gardevoir jetzt platt. Ich weiß gar nicht, ob die Arena da drin Gardevoir hat. Wenn ja, habe ich Angst. Wenn ja, habe ich ein bisschen Angst. Wir sind jetzt über das Level Cap, aber wir sind in der Arena drin, daher sehe ich das mal minimal kritisch, ne? Strafattacke, was macht denn das? Je stärker das Ziel durch Statusveränderung ist, desto stärker wird diese Attacke. Was? Okay, nee. Strafattacke macht keinen Sinn. Macht vielleicht Sinn mit so einer Attacke wie Angeberei oder sowas dann. So halt, wenn man das andere Pokémon boosten kann. Sag schon, was ist die Quelle deiner unbändigen Kraft? Ich weiß auch noch nicht. Das wird sie noch zeigen. Ich denke Liebe. Liebe und Mut. Keine Ahnung. So. Wo geht's hier lang? Sackgasse. Juhu. Eine tolle Sackgasse. Das ist auch immer schön. Und da ist Astrid auch schon. So. Sind wir voll geheilt? Ja, sind wir. Ich weiß nicht mehr, was sie anfängt. Ich tippe auf Psyaugon. Oder sowas in die Richtung. Aber mal sehen. Wir lassen uns überraschen. Sieh diesen Kampf als eine Art Ritus an. Blicke zurück auf deinen bisher eingeschlagenen Weg und bestimme die Richtung für die Zukunft. Ja, lass uns jetzt mit dem Kämpfen beginnen. Dein Gegner bin ich, die Arenaleiterin Astrid. Ich habe Angst, aber mal sehen. Es wird schon, ne? Versus Astrid. Und das ist nicht die Astrid Lindgren. Symbola. Au. Oh, okay. Aber gut, wir haben was sehr Effektives dagegen. Wir hätten vielleicht auch mit Raichu sogar anfangen können.
Wir hätten vielleicht sogar mit Reitschirm fangen können, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht hier. Ne? Ja, macht ordentlich Schaden. Okay. Aber sie, das ist gut. Wir können jetzt an ihrem Symbolare auf jeden Fall die Hypertränke ein bisschen reduzieren. Das ist ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns gerade. Oh ja, der Reflektor macht das ganz schön. Der Reflektor macht jetzt hier aber ganz schön sein Tun, ne? Lichtschild ist mir eigentlich relativ egal. Lichtschild ist mir relativ egal. Der Reflektor ist schlimmer. Der Reflektor ist tatsächlich das Schlimmere. Muss ich jetzt mal so sagen. Mensch, Marotzer, dass der langsam ausgeht, gefällt mir auch nicht so ganz. Aber egal. Psychokinese ist gut. So, Nachtdieb jetzt. Ich hoffe, sie hat nicht noch einen Hypertrank. Wunderbar. Ein bisschen AP zu sparen, wisst ihr, deswegen der Nachtdieb. Und halt, jetzt haben wir auf jeden Fall auch wieder angriffstechnisch auf unserer Seite. Lashoking. Okay. Interessante Wahl. Interessante Wahl, definitiv. Ja, das war jetzt zu leicht. Das war jetzt sehr leicht. Hat das Lashoking. Und Psyogon. Okay, dann ist Psyogon ihr Signature sogar. Dann ist Psyogon sogar ihr Signature. Aber das dürfte halt nicht viel haben. Mogihieb, ja, gut, ja. Dann wird auch mal enthüllt, dass es sich dahinter in Zorak verbirgt. Bevor sie sich fragt, warum hat meine Psychoattacke nicht gewirkt? In Zorak liegt's. Ja, aber das ist ein relativ machbarer Kampf. Zorak hat uns gerade so ein bisschen. Hat uns gerade so ein bisschen den nötigen Support gegeben, den wir brauchten, ne? Ja, das war der Arena-Kampf. Das war jetzt weniger anspruchsvoll, als ich dachte. Da waren andere Kämpfe in der Arena jetzt spannender. Gut, Zorak hat sich jetzt auch erstmal Pause verdient, tatsächlich. Denn es ist auf Level 50. Du hast das Potenzial, den Lauf der Sterne zu ändern und dir deinen eigenen Weg zu bahnen. Dankeschön. Danke, würde ich sagen. Sieh diesen Orden als eine Art Urkunde an. Möge er Zeugnis ablegen über den von dir eingeschlagenen sowie gemeisterten Weg. Ja, der Psy-Orden. Orden Nummer 7. Wir haben 7 Achtel der Arenen. Flora hält von Astrid dem Psy-Orden. Sie ist als eine Art Vertrauensbeweis an. Alle Pokémon bis Level 90 werden dir fortan ihr Herz öffnen und gehorchen. Ja, das ist das Licht des Psy-Ordens. Und Gedankengut, das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir fast, auch wenn Psychokinese cooler wäre. Sie ist als eine Art Kraft an. Der Spezialangriff und die Spezialverteilung des Anwendens werden steigen. Ja, die TM-Gedankengut macht es möglich. Jene lebensspendende Kraft erwacht. Vor dem Schluchzen nimm dich in Acht. Das hält die Zukunft für dich bereit. Sie ist als eine Art Wegweiser an. Möchtest du zurück zum Eingang? Ja, bitte. Also dann. Lass mich hindurch, lass mich fortschreiten, wie auch immer das funktionieren mag, aber hey, es funktioniert, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich da relativ wenig drüber. Es war sicher ein Kinderspiel für dich, dem Psy-Ohren zu ergattern, stimmt's? Hallo? Wer kommt? Serena. Ich glaube, dass ich dich täglich zu einem Kräftemessen herausfordern werde. Sobald dieses Abenteuer erst einmal hinter uns liegt. Immerhin wohnst du ja nebenan. Lass uns eine neue Auflage des Kampfes wagen. Es gibt nichts Besseres, um stärker zu werden, als sich mit starken Trainern im Kampf zu messen. Was könnte das nur sein? Ich sehe schon Team Flair dort an der Seite stehen. An alle Trainer im Besitz eines Hololocks, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir von Team Flair stehen kurz vor der Inbetriebnahme der ultimativen Waffe. Sie wird mit Ausnahme von uns selbst alles Leben zur Erde auslöschen und es uns ermöglichen, eine Welt der Schönheit zu schaffen. Unsere Erde ist von Parasiten befallen, die sich an der hart erarbeiteten Ernte anderer laben. Sie sehen Neid und Zwietracht. Wenn wir nichts unternehmen, wird dies zu hässlichen Auseinandersetzungen führen. Die unsere Welt ins Chaos stürzen werden. Ich wiederhole, Team Flair wird mit Hilfe der ultimativen Waffe eine neue Welt erschaffen. Und nun verabschiede ich mich von all jenen, die nicht Team Flair angehören. Adieu und nichts für ungut. Okay, Flordelis, auf einmal der Seitenwechsel hier, spontan. War ja klar, ne? Was hat Flottie jedes Tag gesagt? Um eine Welt der Schönheit zu erschaffen, muss alles außer Team Flair vergehen?
Flo, lass uns rasch das Geheimversteck von Team Flair aufspüren. Zum ersten Mal sind wir Palladelis in die Lumina City begegnet. Vielleicht liegt das Geheimversteck ja dort. Okay. Ich bin so froh, zu Team Flair zu gehören, denn nur so kann ich diesen erstklassigen Espresso im Bistro Palladelis schlürfen. Ich wollte nicht nochmal mit dir sprechen. Ich wollte mit dir sprechen. Warst du schon mal auf der Place Rose? Das ist ein Platz im Zentrum von Illumina City. Du findest ihn gegenüber des Pokémon-Centers, das beim Prismaturm gelegen ist. Von dort ist es auch nicht mehr weit zum Bistro Palladelis. Der Kaffee dort ist Weltklasse. Okay, dann geht's wahrscheinlich gleich nach Illumina City. Ich will nochmal kurz Pokémon heilen. Sollte man schon mal machen. Sollte man schon mal zwischendurch mal so machen. Ne? Aber gut, dann neigen wir uns auch langsam den Main-Story-Finale, sage ich jetzt mal. Dann neigen wir uns langsam hin. Gut. Übrigens, ich habe mir schon überlegt, Xerneas werde ich einfach fangen. Xerneas werde ich fangen und freilassen. Ich habe ganz ehrlich gar keine Lust irgendwie auf einen spannenden Kampf gegen Xerneas. Weil entweder das wird absolutes Desaster, weil das Pokémon wahrscheinlich auf Level 70 oder so ist. Oder es wird relativ leicht. Halt je nachdem. Ich meine, wir hätten X-Bad und Roserade dabei für den Fall der Fälle, aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust. Habe ich keine Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Wir gucken mal in Illumina City vorbei, wa? Rein theoretisch ging das auch ohne Fliegen mit der Rose 16 jetzt, ne? Ah, ist clever gemacht. Ist schon clever gemacht. Wie man es handhaben könnte, sollte, darf, wie auch immer. Aber hier kommen wir erstmal zum Bistro Palladelis. Schauen wir. Ist hier ein Geheimversteck? Heute solltest du besser als Weide suchen, sonst gibt's Ärger. Achso, okay. Er greift direkt an. Holy moly. Das habe ich jetzt so. So habe ich das jetzt nicht kommen sehen, aber okay. Wie funktioniert eigentlich Flying Press auf den Irokex? Das müsste ja achtfach effektiv sein, rein theoretisch. Das müsste ja, keine Ahnung. Das müsste ja ihn absolut aus dem Leben nehmen. Frage ich mich gerade, wie das ist. Kann mir erstmal jemand beantworten, wie das auf dem Irokex ist, weil das. Die Attacke ist ja Kampfflug und Irokex ist Kampf und Unlicht. Das heißt so eigentlich achtfach effektiv mehr oder weniger. Oh nein, er findet noch heraus, dass die Losungsworte für die Geheimtür hier im Café Sesam öffentlich sind. Aha. Mach dir am besten wieder aus dem Staub, sonst könnte es heute ungemütlich für dich werden. Okay. Okay, wenn du das sagst. Cleopatra, auch prädestiniert für unser gutes Resladero. Prädestiniert, als ob ich es geahnt hätte. Übrigens, nächstes Level Caps Level 59, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Also wir haben jetzt ordentlich Puffer. Wir haben jetzt ordentlich Puffer erstmal, um die Pokémon aufzuleveln und hast du nicht gesehen, aber es kommt auch einiges jetzt dazwischen. Es kommt jetzt auch einiges bis zur nächsten Arena tatsächlich. Von daher nicht ganz abzusehen. Ne? Himmelsfähiger. Wie hieß das? Samuel greift in der zweiten Runde mit hoher Volltrefferquote an. Ziel schreckt eventuell zurück. Genauigkeit 90. Nee. Nee. Nee, muss nicht sein. Lieber nicht. Ist mir zu kritisch. War ich nun ein Mitglied von Team Flair oder bloß eine Serviererin? Das ist die Frage, ne? Wenn das so weitergeht, stolpert er noch über die geheime Geheimtür, die zum Labor führt. Das verdächtige Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Flo sagt die Losungsworte. Losungsworte vor der Tür. Sesam, öffne dich. Na, wer hätte das nur erwartet? Na, wer hätte das nur gedacht? Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, tatsächlich das herauszufinden. Na gut. Hallo Palladelis. Willkommen. Die Welt ist an einem toten Punkt angelangt. Es ist unmöglich, alles Leben zu retten. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte in die Zukunft in den Händen halten. Willst auch du eine dieser Fahrkarten lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Okay, dann kämpfen wir halt gegen Palladelis. Okay. Noch ein spannender Kampf, mit dem ich jetzt gar nicht gerechnet habe, aber gut. Aber gut. Ein Linfu? Wirklich? Nicht mal die Weiterentwicklung? Bisschen lame. Jetzt ein bisschen lame, Palladelis, oder? Bisschen mehr habe ich schon erwartet. Aber gut. Wenn dem so sein soll, dann ist dem halt so. Kamurks.
Kramurks könnte man nicht so leicht besiegen. Also nicht mit den Pokémon, aber wir haben ja Zoroark. Aber alle nicht entwickelt. Was ist denn los mit dir? Ach ja, Kramurks braucht ja auch Liebe, um sich zu entwickeln, oder? Finsterschein oder Liebe? Bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Nee, braucht glaube ich einen Finsterschein. Aber warum denn nicht entwickelt? Hä? Warum? Ist doch lame. Entwickelt das doch zum Kramchef, wenigstens. Ja, doch so. Sehr gut. Sehr gut. Ah, ich weiß, Betrohr, aber wir greifen eh speziell an. Von daher ist mir das eigentlich auch relativ egal. Immer schön, wenn man was gegen Gyarados hat. Weil Gyarados ist so ein eklig nerviges Pokémon, aber wenn man Elektroattacken hat, dann ist das alles sehr machbar. Dann ist das alles sehr, sehr machbar. Pyroleo. Gut, da holen wir auch mal unser Gegenwert dazu. Zu Mary, du darfst ran. Du darfst mal eine Runde ran. Finde ich ganz gut. Ja, Sturm. Ja. Und komisch, dass Pyroleo sein Signature ist. Passt irgendwie gar nicht so. Also doch, passt von den Haaren her zu ihm, aber so generell weiß ich nicht. Pyroleo macht für mich nicht diesen Anschein von so einem Rübel-Pokémon, wisst ihr? Von so einem bösen Pokémon. Naja, passt das irgendwie für mich nicht so ganz zusammen, aber naja. Hauptsache ist futsch und Blodé lässt damit auf. Zumindest fürs Erste. Da kommt bestimmt noch ein Kampf. Der war zu leicht. Der Kampf war zu leicht. Kommt noch ein Kampf, garantiert. Na gut. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Na, das will ich auch hoffen. Wenn sonst nichts in mir lodert. Hahaha. Du und dein Pokémon-Team, ihr meint es also ernst. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten, doch hör mir zu. Einst hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens, die Welt ist einfach zu groß. Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuche ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten. Doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Okay. Einer der Wissenschaftler von Team Flair hat den Liftschlüssel. Alles und jeden retten zu wollen. Der völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Jetzt können nicht alle gerettet werden. Dem Entschluss, also das ist mir auch klar, aber ja, man muss ja auch nicht alle auslöschen. Ne? Man muss ja auch nicht alle auslöschen, wenn es nicht tut, ne? Was no tut, muss nicht sein. Nur mal so am Rande, ne? Nur mal so am Rande, mein lieber Flordelis. Muss jetzt nicht sein, dass man hier alle auslöscht. Man kann den einen oder anderen mal auslöschen, aber nicht alle. Das war Feld, erfasst dich und schwupps, bist du weg. Okay. Okay, das ist ja wunderbar, das ist ja... Was hast du denn? Schluckwech ist immer noch sehr nervig. Was macht ein Flying Press eigentlich auf so ein Schluckwech? Das dürfte ja zumindest semi... Oh ne, nicht sehr effektiv, okay. Heilung steigen, juhu. Nehmen wir mal Aeroas, weil warum nicht? Wirklich ruhig, boah. Jetzt nicht so, dass das wahnsinnig spannend war. Na gut, es wird jetzt ein bisschen längerer Kampf. Der Kampf wird sich ein bisschen... Geht eigentlich, es geht eigentlich. Ich denke mal mit dem nächsten Angriff ist der auch Fujikado. Mit dem nächsten Angriff ist der glaube ich Fujikado. Und ich denke mal nach dem Kampf hier bin ich auch den Part, weil... Es reicht dann erstmal. Nee, es reicht dann erstmal. Wir haben heute schon Sirena, Astrid und Flordelis besiegt. Ich glaube, genug Spannung ist gewesen heute. Kämpfen liegt mir eigentlich ja gar nicht so. Zuweilen bin ich auch schon mit Atmen überfordert. Okay. Naja, gut. Wenn dem so ist, dann hoffe ich erstmal, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid nicht überfordert, indem ihr auf den Like-Button klickt, einen Kommentar schreibt und eventuell auch den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.